Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von OrgaTV. Erstmal entschuldigen wir uns für die kleine Verspätung, aber besser spät als nie, ne? Absolut. Kommen wir direkt zu den heutigen Themen. Und zwar haben wir heute einmal den BPA für euch. Danach haben wir einen richtig spannenden Beitrag vom Gipfel. Und dann haben wir noch die Asterparty für euch. Das Highlight kommt dann zum Schluss. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem ersten an. Und der Benni erklärt uns mal, was ist überhaupt der BPA? Ja, BPA steht für Best Purse Award. Und das ist ein Wettbewerb der die Personalarbeit mittelständischer Unternehmen auszeichnet. Veranstaltet wird er vom Lehrstuhl für Personal und Organisation an der Uni Saarbrücken, also von Professor Scholz und seinem Team. Und die Auszeichnungen erfolgen in verschiedenen Kategorien, zum Beispiel Generationenmanagement oder Personalstrategie. Den Auszeichnungen vorangegangen ist natürlich eine Auswertung mit wissenschaftlicher Analyse. Das Ganze beginnt damit, dass die Unternehmen umfassende Fragebögen ausfüllen, also die teilnehmenden Unternehmen. Und die Fragebögen werden dann hier am Lehrstuhl intensiv ausgewertet. Anschließend gibt es Telefongespräche mit einer breit gefächerten Jury aus Wissenschaft und Praxis. Und ja, am Ende resultiert dann ein Wettbewerb und dort auch Sieger. Und das ist dann der Best Purse Award. Im Vorfeld haben wir zwei Unternehmen besuchen dürfen. Und die Sondrine erzählt uns jetzt von den beiden Kandidaten. Genau. Also zum einen waren wir einmal, der Fabi und ich, in Stuttgart und haben dort die Personalarbeit von einem Nominierten genau unter die Lupe genommen. Und zwar waren wir in der Volksbank Strohgäu und da hat uns der Herr Vogel durch sein Unternehmen geführt. Das ist ein kleines Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und das wird von nur zwei Personalern gemanagt. Und da waren wir richtig erstaunt, dass die trotzdem so eine gute Personalarbeit haben. Und ja, sie legen halt viel Wert auf die persönliche Betreuung. Was Herr Vogel dazu zu sagen hatte, seht ihr jetzt. Wir punkten mit Schnelligkeit und Individualität. Wir setzen ganz bewusst kein Online-Bewerbungstool ein, sondern machen es eben selbst. Neben den klassischen Jobportalen setzt man vor allem auch auf Kontakte und Netzwerke. So war es uns erst kürzlich möglich, mehrere Stellen sehr schnell und auch kostengünstig dann auch mit zu besetzen. Die Außenweiterbildung liegt uns sehr am Herzen. Fängt dann auch schon früh an, dass wir wirklich den Kontakt zu Schulen forcieren. Das heißt, da sehr stark mit Praktika oder auch Vorträgen dann auch mit unterwegs sind. Aber durchaus auch ungewöhnliche oder unkonventionelle Themen wie zum Beispiel das IHK Speed Dating, wo man an einem Nachmittag bis zu 20 Interessenten in kurzen Gesprächen kennenlernt. Das ist relativ anstrengend, aber gut. Neben den genossenschaftlichen Grundwerten ist uns ganz wichtig die Individualität und Wertschätzung des Einzelnen. Dennoch ist es aber auch so, dass wir konsequent bei dauerhaftem Fehlverhalten auch handeln. Das Personalmanagement unterstützt hierbei die Führungskräfte vor Ort sehr intensiv. Durchaus stolz sind wir auf unser professionelles Onboarding von neuen Mitarbeitern, genauso auch wie das Thema Konzept für eine betriebliche Gesundheitsförderung. Hier haben wir vielfältige Maßnahmen, aber durchaus kostengünstig hiermit organisiert. Insgesamt stehen bei uns die Türen offen und wir wollen und pflegen auch den Dialog. Bei einem Vergleich Ihres Unternehmens mit einer Sportart haben Sie sich für American Football entschieden. Mhm. Warum genau das? Also gut, ich muss zugeben, ich habe noch nie selbst American Football gespielt, aber so wenn ich mir das so von außen so betrachte, ist es so, dass am Anfang viel Diskussion irgendwie da ist, vielleicht auch taktisches Geplänkel. Aber wenn man dann die Phase mal überwunden hat, dann ist also wirklich
eine gute mannschaftliche Zusammenarbeit dann auch möglich. Aber ich möchte es ganz bewusst sagen, bei uns geht es nicht ganz so hart zu wie beim American Football. Zum Abschluss, warum machen Sie beim Best Personal Award mit? Aus meiner Sicht ist es eine sehr gute Möglichkeit, branchenübergreifend sich ja, so von den personellen Leistungen, was es da alles so gibt, mal zu vergleichen. Und die Qualität ist aus meiner Sicht eben durch Professor Scholz und sein Team dann eben auch mit gesichert. Ja, und wie ihr sehen könnt, ist jetzt die Lisa bei uns, weil wir durften nicht nur ein Unternehmen, das am BPA teilnimmt, uns vorher angucken, sondern zwei. Und die Lisa war für euch in Berlin. Genau, wir waren in Berlin bei Projektron und haben dort gesehen, dass Personalarbeit eben nicht gleich Personalarbeit ist, sondern ganz unterschiedlich gelebt werden kann. Bei Projektron legt man zum Beispiel besonders großen Wert darauf, dass die Mitarbeiter sich im Unternehmen wohlfühlen. Und dazu gibt es unter anderem Tischtennisplatten, einen Kicker und auch einen Feel-Good-Manager, der für die Mitarbeiter in der Mittagspause zum Beispiel Salate vorbereitet. Und mehr zu Projektron erfahrt ihr jetzt. Im Sommer zum Beispiel gibt es auf unserer wunderschönen Terrasse draußen Grillfeiern. Wir haben Gesundheitstrainings, Massagen, weil wir doch in einem Berufsumfeld sind, wo man viel sitzt. Also mittlerweile haben wir eine Laufgruppe von 6 bis 8 Leuten. Also das macht schon Spaß, auch an diesen Team-Events mit teilzunehmen und dann auch als Firma mit aufzutreten. Mhm. Die Möglichkeit, ein Sabbatical zu machen. Ich war für 4 Monate in Australien. Regelmäßige Projekte und diese Projekte fordern und fördern mich auch tatsächlich. Für mich ist es wirklich das abwechslungsreiche Arbeiten. Also ich kümmere mich bei Projektraum ums Personalmanagement, mache nebenbei noch Workshops und Schulungen für unsere Kunden. Was machen Sie denn jetzt aus Ihrer Sicht besser als andere Unternehmen, um gerade diese jungen Z-Generationsmenschen, also die Jungen da, für sich zu gewinnen? Was wir sehr konkret machen, ist wirklich auf die Studenten zuzugehen, eben über Studentenprojekte, wo wir sehr aktiv sind. Letztes Jahr betreuen wir zum Beispiel auch 2 Studentenprojekte, um so auch zu schauen, okay, wo ist vielleicht noch ein innovativer Bereich, wo wir vielleicht noch gar nicht so drin sind. Es werden eben Anreize geschaffen, Herausforderungen gegeben. Je nachdem, in welchem Bereich du gerne möchtest, wir gucken, dass wir das hinkriegen, mehr Verantwortung ihnen auch zu übertragen. Sie haben bei der Sportart Segeln erwähnt. Was kann ich noch machen, wo muss ich justieren, um halt noch das letzte Quäntchen Geschwindigkeit rauszuholen, um letztendlich zu gewinnen. Was sind denn unabhängig von Mitarbeiterbefragungen Kennziffern, aus denen Sie schließen, ob Ihre Personalarbeit gut oder schlecht ist? Wir haben eine sehr offene Kommunikation, sei es eben, dass wir regelmäßig die Mitarbeitergespräche machen, aber auch, dass wir ein Intranet haben, wo wir sehr viel drüber kommunizieren, wo jeder Mitarbeiter Ideen und Vorschläge einbringen kann. Wir kommunizieren, was wir gerade machen und die Mitarbeiter auch jederzeit die Möglichkeit haben, Feedback zu geben. Wir haben jetzt vor kurzem für unsere Mitarbeiter eingerichtet, dass wir Müsli-Spende haben. Und da gab es dann eben die Rückmeldung, was möchtet ihr überhaupt gerne für Müsli haben? Und so kam halt Feedback darüber rein. So dass es ein ausgeglichenes Verhältnis ist und der Mitarbeiter auch am nächsten Tag wieder sagt, ja, ich komme gerne zum Projekt. Eine äußerst moderne Form der Personalarbeit, die Projektron da praktiziert. Wie das beim Best Purse Award ankam, das seht ihr nächste Woche, also schaltet auf jeden Fall ein. Und jetzt geht's weiter mit dem IT-Gipfel. Wir waren nämlich nicht nur in Stuttgart und in Berlin, sondern wir waren auch auf dem IT-Gipfel und der fand dieses Jahr hier in Saarbrücken statt. Und wir haben versucht reinzukommen, weil das war gar nicht so einfach, weil es hat nicht jeder die Möglichkeit, einfach so auf den IT-Gipfel zu gehen. Und dann waren der Chris und ich da und haben uns gedacht, wir probieren jetzt einfach mal. Und nachdem das BKA dann überprüft hatte, unsere ganzen Daten und alles, haben wir es dann wirklich geschafft, einen Presseausweis zu bekommen. Und sind dann auch reingekommen und konnten dann nachher neben ARD und ZDF filmen. Und das Thema des diesjährigen IT-Gipfels war die Digitalisierung in Bezug auf die Bildung. Und es war vertreten durch ganz viele aus der Wirtschaft und aus der Politik. Zum Beispiel war der
Gabriel da oder die Merkel. Und es gab auch ein Forum, das wurde unter anderem von dem CEO von Google und von der Telekom gesprochen. Und ja, was die da so gesagt haben, das seht ihr jetzt. Hey Leute, die Sandrine und ich sind heute für euch auf dem 10. nationalen IT-Gipfel unterwegs. Der findet hier hinter uns in Saarbrücken in der Kongresshalle statt. Und dort haben ein Haufen wichtige Leute geredet, neben der Merkel, dem Gabriel, auch der Google-Chef, CEO von Google, Vorstandsvorsitzender von Siemens war da. Und die haben im Allgemeinen über IT und Digitalisierung geredet, mit dem Schwerpunkt auf Bildung. Und davon werden wir euch heute berichten. Viel Spaß damit! Den zentralen Rohstoff des digitalen Wandels. Sie selbstbestimmt zu nutzen, aber auch zu verstehen, ist Voraussetzung für unsere Demokratie, unsere Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand. Lernen und Handeln in der digitalen Welt ist daher das Motto des diesjährigen nationalen IT-Gipfels in Saarbrücken. Herzlich willkommen zum nationalen IT-Gipfel in Saarbrücken mit dem Fokus auf digitale Bildung. Ich weiß, dass als die Entscheidung fiel, dass dieser Gipfel in Saarbrücken stattfindet, nicht wenige zuerst einmal verwundert waren. Warum gerade Saarbrücken? Liegt ja nicht mitten im Zentrum der Republik. Für uns liegt es auf jeden Fall mitten im Herzen Europas. Und vor allen Dingen ein Land, das sich auf den Weg gemacht hat, getreu dem Motto dieses Gipfels, nämlich Bildung als Schlüssel für die Digitalisierung zu sehen, sich auf den Weg gemacht hat, diese Bildung, diese Digitalisierung auch als breite Aufgabe in der gesamten Gesellschaft, in diesem Land zu leben und umzusetzen. Denn wir wissen, dass digitale Bildung eben nicht damit getan ist, dass es WLAN in der Schule gibt, dass ein Smartboard im Klassenraum hängt und dass eine App statt eines Buches benutzt wird. Das ist ein umfassender Prozess. Und digitale Bildung muss von allen mitgetragen werden und daran arbeiten. Auch Minister Gabriel betonte die Wichtigkeit von Qualifikation und Weiterbildung in Zeiten der Digitalisierung. Darüber hinaus sprach er vor allem Themen zur Zusammenarbeit von Wirtschaft und Politik an, wie zum Beispiel die Bedeutung von Industrie 4.0. Gleichzeitig ging er aber auch auf den teilweise noch bevorstehenden Diskurs politisch-rechtlicher Themen ein, wie der möglichen Neudefinierung des Datenschutzbegriffs. Und wir sind vor allen Dingen viel stärker als in der Vergangenheit mit dem IT-Gipfel in die gesellschaftlichen Bereiche hineingegangen, die von der Digitalisierung ja dramatisch verändert. Industrie 4.0 hat sozusagen eine riesige Bedeutung gewonnen, wird selbst im Chinesischen auf Deutsch übersetzt, hat Eingang gefunden in die Sprache vieler anderer Länder, weil es inzwischen der Standard ist, der dort entwickelt worden ist, an dem sich andere ausrichten können. Deswegen geht es beim Thema Digitalisierung mehr als um den Erwerb technischer Kompetenzen, mehr als um den Erwerb von Nutzerkompetenzen, sondern es geht darum, in dieser veränderten Welt sich zurechtzufinden und dann vor allen Dingen die Chancen dieser veränderten Welt zu erkennen und auch zu nutzen. Das, finde ich, muss der Anspruch bei der Debatte Digitalisierung sein. Wir brauchen die rechtliche Souveränität, um diese Grenze und auch die Verfügungsgewalt über Daten wirksam durchsetzen zu können. Und wir brauchen übrigens überhaupt einen anderen Umgang mit dem Datenbegriff. Ich glaube, dass wir uns endgültig verabschieden müssen von dem klassischen Begriff des Datenschutzes, weil der natürlich nichts anderes ist als ein Minimierungsgebot von Daten. Das ist ungefähr das Gegenteil des Geschäftsmodells von Big Data. Aber das heißt nicht Aufgabe jeder Form, sondern statt Datenschutz Datensouveränität zum Gegenstand von Politik und Umgang mit Daten zu machen. Das, finde ich, ist die Aufgabe für die zukünftigen Souveränitäten, die wir entwickeln müssen, auch im rechtlichen Rahmen. Neben den beiden Vorträgen der Minister Gabriel und Kramp-Karrenbauer haben sich in verschiedenen Foren weitere Vertreter von Politik und Wirtschaft zusammengetan, um sich mit dem Thema Digitalisierung und seinen wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Folgen auseinanderzusetzen. Aus Berlin angereist waren neben Sigmar Gabriel weitere Kabinettsmitglieder wie Forschungsministerin Johanna Wanka oder Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt.
Diese haben mit hochrangigen Vertretern der Wirtschaft, wie unter anderem Tim Höttges, dem CEO der Deutschen Telekom, oder Siegfried Russwurm, dem CTO von Siemens, sowohl über den aktuellen Stand der Digitalisierung in Deutschland gesprochen, Stichwort Gigabit-Gesellschaft und Netzausbau, als auch über notwendige politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um die Digitalisierung auch in Zukunft weiter voranzutreiben. Wir wissen natürlich, dass wir einen Nachholbedarf haben, das ist richtig, aber wir haben auch eine Dynamik entwickelt, die heute im europäischen Vergleich die größte ist im Ausbau und Neubau. Das haben wir eine Möglichkeit geschaffen, die weißen Flecken bis 2018 zu beseitigen. Es kann immer schneller gehen. Die digitale Welt ist exponentiell und sie entwickelt sich auch immer momentan exponentiell. Das sieht man im Datenvolumen, um vielleicht mal ein Gefühl zu geben. Vor einem Jahr hat der durchschnittliche Smartphone-Nutzer bei der Deutschen Telekom 550 Megabit gebraucht. Aktuell das Doppelte, über ein Gig. Das heißt also, der Datenhunger der Gesellschaft ist enorm hoch momentan und deswegen geht jetzt der Ausbau weiter. Ich glaube, dass Deutschland auf der Überholspur ist, was die NGN-Netze betrifft. Aber natürlich ist es nicht nur eine technologische Frage, wenn wir über Rahmenbedingungen reden. Da gehört auch ein innovationsfreundliches Umfeld dazu. Da gehört die Regulierung dazu. Idealerweise mindestens so chancenorientiert wie risikoorientiert. Und wir brauchen One Digital Europe. Wenn wir im internationalen Wettbewerb erfolgreich sein wollen, dann wird es nicht in der Kleinstaaterei von 28 Mitgliedsländern gehen. Was ist Ihnen denn aus gewerkschaftlicher Perspektive besonders wichtig? Was sollte in diesem Transformationsprozess auf keinen Fall außer Augen gelassen werden? Wenn ich sage mal, das öffentliche Bild gerade beschreibe, dann sind das natürlich extrem auch mit Horrorszenarien, Angstszenarien verbunden. Was heißt das für Arbeitsplätze? Was heißt das für Veränderungen von Tätigkeitsprofilen? Und da spielt Bildung und Weiterbildung als ein verlässlicher Weg in eine berufliche Perspektive ein ganz zentrales Rolle. Ich denke, es ist sehr gut, dass die Bundesregierung erkannt hat, dass wir dringend was machen müssen, gerade im Bildungsbereich. Ich denke, die Herausforderung wird mit der Umsetzung kommen. Weil wenn wir wollen, dass das nächste Google-artige, super disruptive Unternehmen in Deutschland aufgebaut wird, dann glaube ich, müssen wir lernen, umzudenken. Weil auch Google war nicht die erste Suchmaschine, Facebook war nicht das erste soziale Netzwerk und das iPhone war auch nicht das erste Smartphone. Was sie gemein hatten, war, sie hatten eine radikal verbesserte Nutzererfahrung, das ihr Leben komplett verändert hat. Und ich glaube, so denken wir noch nicht in Deutschland. Und das beste Beispiel ist, dass die erste Connected Car der Tesla im Silicon Valley gebaut wurde und nicht in Deutschland. Und insofern glaube ich, ist ja, Digitalisierung mehr Umdenken, als nur zu sagen, wir machen die Gigabit-Gesellschaft oder wir machen Fördergelder, sondern es geht wirklich darum, wie schaffen wir es, dass die Menschen umdenken, dass die Menschen lernen, nutzerzentriert zu denken und den digitalen Nutzer verstehen zu lernen. Das Gespräch der beiden CEOs wurde von Professor Walzer moderiert, den als CEO des DFKI mit beiden Unternehmen eine längere Zusammenarbeit und Partnerschaft verbindet. Dabei erstrecken sich die Themen von ganz persönlichen Erfahrungen im Umgang mit der Digitalisierung bis hin zu konkreten Anwendungsgebieten der künstlichen Intelligenz. Aber am besten ihr seht selbst. For me, digitization, I think it's very personal for me. I grew up in India and we got phone when I was 12 years old. We had to wait 4 years to get a phone. And when I got a phone, I could clearly see how it changed my life. Everyone in the neighborhood would come to my home, we would use the phone together, and so I really understood how digitization changes your life. Question yourself whether you're using artificial intelligence or machine learning in your business already today. How many of you are using them in your operation? So what you see, it's just a few people who are just this is a mega I know, but nobody questioned that. We all followed AlphaGo and let's say the DeepMind acquisition on that one. But I think there's no excuse for German entrepreneurs or for German companies not using artificial intelligence in their services to make their business more productive and more smarter. Angela Merkel reiste gut gelaunt ins Saarland. Auch sie stimmte inhaltlich ihren Vorrednern bei, sprach über Potenziale und Risiken, Bildung und Wirtschaft sowie nationale und internationale noch zu klärende Rahmenbedingungen. Darüber hinaus gab sie ganz konkret Details zu Digitalisierungsvorhaben innerhalb der Regierung bekannt,
dem sogenannten E-Government. Hier geht es um Lernprozesse, Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung und um Zugänge zum Wissen. Und das zeigt sich ja hier auch an sehr praktischen Beispielen. Dann ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass jeder Bürger und jede Bürgerin eine Chance hat, im Alltagsleben auch das zu spüren, was da stattfindet. Und sehr oft wurde uns gesagt, ihr kümmert euch im Bereich E-Government nicht genug. Wir haben im Übrigen die fast paradoxe Situation, dass wir inzwischen ein Kerndatensystem für Flüchtlinge haben, wo man von der Bundesagentur für Migration und Flüchtlinge bis hinunter zur Ausländerbehörde auf der kommunalen Ebene ein gemeinsames Datensystem hat. Dieses aber eben nur für Flüchtlinge existiert und nicht für Bürgerinnen und Bürger, die schon viele Jahre hier leben. Wir werden eine Grundgesetzänderung machen, die Grundlagen dafür schaffen, dass wir für den Bürger eine Plattform schaffen können, sodass er von den Bundeskompetenzen, den Länderkompetenzen bis zu den kommunalen Zuständigkeiten für alle für ihn relevanten Vorgänge ein Portal hat, von dem er aus er alles auf alles Zugriff hat, weil ich glaube, für die Effizienz der Verwaltung ist es extrem wichtig. Besonders unterhaltsam war die darauf folgende Live-Schaltung mit den Schülerinnen und Schülern der Smart School, in denen die Kanzlerin sowie aber auch die Kinder die Möglichkeit hatten, Fragen zu stellen und sich ganz interaktiv live am Vortrag auszutauschen. Ja, und an dieser Stelle fühlen wir uns jetzt ein bisschen wie bei Wetten, dass und gehen mal nach außen zur Außenwette bzw. in die Smart School Bellevue. Und wenn dann alles klappt, dann könnt ihr uns jetzt gerade hören. Ja, ich möchte dich erstmal grüßen. Wir haben uns ja erst schon kurz gesehen. Ich glaube, das wart ihr auch nicht. Einer saß da erst so und den sehe ich jetzt nicht wieder, doch da hinten, glaube ich, der hat erst so gelümmelt. Und ihr habt also manche Stunden, die Ganztagsstunden, dann in diesen neuen Räumen und gibt es dann in eurer Schule auch noch den klassischen Schulraum? Oder ist der weg? An unserer Schule gibt es auch noch klassische Schulräume, ja, und soweit. Tafeldienst gibt es auch. Sonst wäre hier alles verstaubt. Liebe Frau Merkel, wie nutzen Sie eigentlich selber neue Medien wie Smartphones oder Tablets? Bei den Smartphones, da sagen mir die IT-Spezialisten in der Regierung, welches ich zu benutzen habe. Da bin ich manchmal, ich gehe jetzt nicht ins Detail, nicht 100% glücklich. Naja, und für alles, was jetzt mit Informationen zu tun hat, benutze ich ein iPad. Und das ist jetzt hoffentlich keine Fremdwerbung. Also, ja, das war ein richtig aufregender Tag für uns. Vor allem fanden wir es richtig aufregend, die Prominenz auch mal live zu sehen und vor allem dann auch noch filmen zu dürfen. Und wir waren richtig, richtig froh, dass wir im Endeffekt dann doch noch reingekommen sind. Ja, aber mir hat was gefehlt. Was hat dir gefehlt? Oder was heißt was gefehlt? Ich fand es einfach ein bisschen schade. Da ging es um Rahmenbedingungen und Digitalisierung und digitale Bildung. Bei den ganzen Themen haben Politik und Wirtschaft Ziele geäußert und definiert und eigentlich sollte doch der Mensch im Mittelpunkt stehen. Und ich muss sagen, ich habe den Mensch hier irgendwie nur als Kundenobjekt der Digitalisierung empfunden und fand ich ein bisschen schade, weil Digitalisierung beeinträchtigt uns ja alle in verschiedenen Lebenslagen heutzutage.
naja. Ja, so die Einbeziehung der Gesellschaft, das stimmt, das wäre schon ganz schön gewesen. Ja. Aber was für jeden zugänglich war, das war die Asta-Party. Und ich hoffe natürlich, dass ihr alle da wart, aber für die, die nicht da waren, haben wir euch einen kleinen Beitrag zusammengeschnitten. Und ihr werdet selbst merken, wenn ich da war, ihr habt was verpasst. Und ihr müsst auf jeden Fall im nächsten Semester zur Asta-Party kommen. Was da genau abging, das seht ihr jetzt. Freitagnachmittag, 14 Uhr. Die Vorbereitungen für die Asta-Party sind in vollem Gange. Jetzt wisst ihr auch ganz genau, wenn ihr nicht dort wart, was am Beginn des nächsten Semesters für euch Pflicht ist. Genauso ist Pflicht, wir brauchen ein Like auf Facebook, einen auf YouTube und scannt unseren QR-Code bitte. Genauso Pflicht wie nächste Woche einschalten, 18.18 Uhr, nächsten Mittwoch live und wir bringen die Sieger des BPA Awards. Also schaltet ein. Bis nächste Woche. Bis dann. Bye. Tschüss. Bye.